Einem in der Fachzeitschrift Science veröffentlichten Artikel zufolge entdeckte ein Team von Geophysikern der Universität von Maryland, USA, in der Nähe des Erdkerns eine Grenze zwischen dem geschmolzenen Erdkern und der darüberliegenden Mantelschicht einige unbekannte Strukturen, deren Zusammensetzung und Ursprung ein wahres Rätsel ist. Um sie ausfindig zu machen, mussten die Forscher tausende von Aufzeichnungen seismischer Wellen analysieren. Diese Schallwellen bewegen sich durch die Erde, wodurch sich seismische Echos identifizieren lassen. Wenn die seismischen Wellen, die durch Erdbeben erzeugt werden, auf Änderungen der Gesteinsdichte, der Temperatur oder der Zusammensetzung der Felsen stoßen, ändern sie ihre Geschwindigkeit, Biegung oder streuen und erzeugen Echos, die von Seismographen erkannt werden können. Die Echos, welche von größeren Strukturen erzeugt werden, sind lauter als die nächstgelegenen, so kann man die Entfernung berechnen. Abhängig von der Intensität dieser Echos kann man auch den Umfang ihrer Struktur ermitteln. Durch die Sammlung all dieser Daten können Wissenschaftler Modelle der physikalischen Eigenschaften der Gesteinsstrukturen unter der Erdoberfläche entwickeln. Bisherige Studien haben nur begrenzte Informationen über diese Strukturen liefern können, aber jetzt hat die neueste Forschung neue und interessante Daten geliefert. Dieses Mal konzentrieren sich die Arbeiten der Experten auf die Echos der seismischen Wellen, die sich unter den Becken des Pazifischen Ozeans ausbreiten. Nach der Analyse der Daten stießen sie auf eine bislang unbekannte Struktur direkt unterhalb der Marquesas-Insel. Diese Inselgruppe hat einen vulkanischen Ursprung und liegt südlich des Äquators im Südpazifischen Ozean. Diese Struktur, die sich unter dem Hawaii-Archipel befindet, ist viel größer, als man vor der Studie zunächst angenommen hatte. Der Seismologe und Forscher Doyon Kim und seine Kollegen suchten nach den Echos, die von einem bestimmten Wellentyp, der sogenannten Scherwelle, erzeugt werden, wenn sie sich entlang der Kernmantelgrenze bewegen. Er fügte hinzu: Durch die gleichzeitige Betrachtung von tausenden von Kernmantelgrenzechos haben wir eine völlig neue Perspektive erhalten, anstatt uns wie üblich auf einige wenige zu konzentrieren. Einzelne Aufzeichnungen von Erdbeben, Seismogramme genannt, sind schwer von zufälligen Rauschen zu unterscheiden. Wenn aber viele Seismogramme vieler Erdbeben gleichzeitig analysiert werden, kann man Ähnlichkeiten und Muster erkennen, welche die verborgenen Echos identifizieren. Mithilfe eines Algorithmus des maschinellen Lernens namens Sequencer konnten die Forscher 7000 Seismogramme von Hunderten von Erdbeben der Stärke von mindestens 6,5 analysieren, die sich zwischen 1990 und 2018 im Pazifischen Becken ereignet hatten. Der Sequencer-Algorithmus wurde ursprünglich entwickelt, um Muster in der Strahlung von entfernten Sternen und Galaxien zu lokalisieren. Dieses Mal konnte eine große Anzahl von Scherwellen-Echos entdeckt werden. Diese Forschung hat einige unerwartete Daten über diese mysteriösen Formationen in der Nähe des Erdkerns geliefert. Dr. Kim sagte, dass maschinelles Lernen in der Geowissenschaft rasant wächst und eine Methode wie Sequencer es uns ermöglicht, seismische Echos systematisch zu erkennen und neue Einblicke in die Strukturen an der Basis des Mantels zu erhalten, die bisher weitgehend rätselhaft geblieben sind. Laut der Wissenschaft sind diese Strukturen sehr selten, fanden jedoch auch Echos auf etwa 40% aller seismischen Wellenpfade, erklärte Professor für Geologie an der UMD und Mitautor der Studie und fügte hinzu, dass dies bedeutet, dass diese anormalen Strukturen viel weiter verbreitet sind als zunächst angenommen. Was sich direkt unter Hawaii befindet, ist etwas enorm Riesiges. Es ist sogar die Rede von der bislang größten entdeckten Struktur seiner Art. Es sieht so aus, als würden sie mit den Studien fortfahren. Denn nach und nach werden sie den gesamten Planeten kartografieren.